Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Hearthstone. Mein Name ist Gredel und ja, ich spiele heute wieder gegen den Esker. Heute werde ich mal die Magier gucken und schauen, ob ich ihn heute platt machen kann. Letzte Woche hat es ja leider nicht geklappt. Jaina gegen Thrall. So. Ihr habt es so gebaut. Der Esker ist auch noch zuerst dran, das gibt's ja wohl nicht. Oh, das sieht doch schon besser aus. Ein paar günstige Karten erstmal. Hallo. So, wenn wir gleich mal ein bisschen kaputt machen, Stormwind kann man ja hier zerstören. So. Ich hoffe, dass euch meine Erfindung gefällt. Das war's. Ah, okay. Ach ja. Wollen wir ihn mal schauen. Kill. 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 So. Spotteinheit setzt er, okay. Dann wollen wir mal gemein sein. Und ihr die Schrotteinheit auch direkt wieder wegnehmen. Wenn ihr meint? Wir wollen ihn ja schließlich vernichten. Hört ihr, wie er grübelt? Hört ihr's? Hört ihr's? Totem, ein Feuertotem. Okay. So, das nehmen wir ihn dann auch mal weg. Kannst mal lieber mal eine Spotteinheit hin. Wenn ihr meint. Das war's. Der uns nicht gleich überrennen kann. Hoffe ich doch. Also ihr seht hier schon, ihr könnt hier immer so nebenbei irgendwo an irgendwelchen Dingen rumspielen. Das hat er mir auch meine Spotteinheit weggenommen. Das ist ja grausam. Der ist das ganz schön böse. Muss man ja mal so sagen. Aber setzen wir halt eine neue hin. So. Haben wir ihm erstmal seine Einheit gleich wieder weggenommen. Wie es sich gehört. Wir müssen ja hier ein bisschen Druck machen und so, ne? Können die mir mal drohen. Wird euch in Stücke reißen. So. Jetzt hat er bestimmt ganz dolle Angst. Quark. Was machen wir denn? Ach komm. Die Feuerball. Wenn ihr meint. So. Weiter hier ein bisschen Druck machen. Oh. Ah, ein Spott-Totem. Dann wollen wir noch mal gucken, wie wir darauf reagieren.
Okay. So. Wir gehen da erstmal weg. Was ihr wolle. Das war's. Dann nur aber noch mal schauen, wenn wir wollen mal das Ding da einfrieren. Zeit zu töten. Das da so töten und den so töten. Muss ich eigentlich das Ding da loswerden? Das Flammenzungen-Totem. Was ihr wolle! Schön, sehr schön, sehr schön. Mal schauen, dass wir gleich mal seine Tankeinheit loswerden. Und das Feuertotem. Dementsprechend werden wir das da drauf ansetzen. Das werden wir da drauf ansetzen. Und die werden wir so machen. Schrotteinheit losjagen. Das wird doch wieder spannend, weil ich habe langsam aber sicher keine Karten mehr. Oh, okay. So, das Problem ist natürlich, dass meine Special-Fähigkeit bloß einen Schaden macht, also kann ich leider nicht seinen Totem ausschalten, weil das Heiltotem würde es direkt wieder heilen. Was dann natürlich kontraproduktiv wäre. Ich frage mich, ob... Nachteil ist natürlich auch, dass wir sein Spott-Totem als nächstes angreifen müssen. Ansonsten hätte ich ja gesagt, können wir endlich mal sein Flammtotem ausschalten. So, jetzt kriege ich langsam Petrouille. Ich brauche irgendeine Kampfeinheit hier, ey. Verdammt Axt. Meine Magie wird euch in Stücke reißen. So. Das platt. Viele Möglichkeiten haben wir ja leider momentan nicht mehr. Es gehen schlicht und ergreifend die Karten aus. Mein
armen Magier gehauen. Schnief, schnief. Kann ich Bedarf würfeln? Nein, darfst du nicht. Oh, das war... Das ist jetzt langsam übel. Zwei Stück von den Dingern hat er. Ja, typischer Mane, überall nur Totems. Hm. So. Jetzt erstmal hier Ruhe machen. Das war natürlich jetzt sehr geil, dass wir die Karte gefunden haben, dass wir jedem Diener 4 Schaden zufügen. Konnte man natürlich schön erstmal wieder aufräumen. Geht hinter mir in Deckung. Mhm. Uns gehen jetzt schlicht und ergreifend die Karten aus. Kann doch nicht wahr sein. Bimmel. Ich glaube, das werden wir wohl schon wieder verlieren. Ja, genau. Aua. Mal schauen, also ich würde jetzt mit dem würde ich die Olle angreifen, weil der hat sowieso bloß nur einen Lebenspunkt. Und mit dem Totem auf jeden Fall den Drachling. Könnte er mir nämlich beide Einheiten auf einmal wieder wegnehmen. Und seine Tank-Einheit wäre dann frei. Okay. Oder so. Das war natürlich dann noch besser. Küche einschlagen. Ja, das werden wir, glaube ich, knallhart verlieren. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich bin in diesem Spiel absolut nicht gut. Ich habe das da immer noch nicht den Trick rausgefunden, wie man ja, gewinnt. Wie man am besten spielt, also mache ich zum Beispiel viel mit offensiven Einheiten, hat der Gegner meistens halt solche Karten, womit er recht schnell Schaden verursachen kann. Habe ich dieses nicht, dann ja. Das war's. Ist das halt genauso. Also irgendwie habe ich da noch nicht die wirkliche... den wirklichen Dreh rausgefunden, ich weiß auch nicht. Ah, jetzt macht er mich platt. Da brauchen wir auch nichts mehr machen. Na gut, das war's dann also für diese Woche. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye.